Krabbe da. Der wird mir aufgelauert. Na? Keine erfolgreiche Beute, ne? Okay. War das einfach nur ein Banditenhort? Es geht noch ein bisschen weiter. Da kommen wir noch zu irgendwas an. Wenn wir der Straße folgen. Wenn wir der Straße folgen, wo ist die Straße? Lässt sich jede Hyänenbeute hier töten, die mir auf dem Weg ist. Dem Weg entgegenrennt. Schauen wir mal, was da hinten ist, beim Fragezeichen noch. Heute waren wir auf Erkundungsmission da hinten in Spanien. Was? Oh. Du kannst nicht fliehen! Warum sind die so low vom Level? 17? Mach ich schon einen schweren Angriff. Wenn ich vom Pferd angreife, bin ich stärker. Mach ich mal diesen Tipps, deswegen machen wir das vom Pferd aus. Was haben wir hier? Da hinten. Ist da etwas? Schätze plündern. Aha. Dürfte beim Schatz angekommen sein. Und geschafft, oder? Ja, wunderbar. Und auf geht's. Ich kann neue Aufwertungen machen. Das werden wir jetzt tun. Ausrüstung, und zwar das hier endlich. Boah, ich habe so viel Leder eingesammelt. Jetzt kann ich das ja nicht machen. Brustschutz. Wenn ich das mache, habe ich mehr Gesundheit. Das seht ihr da unten, habe ich 1100. Wenn ich das mache, habe ich 1200. Das ist wichtig. Und sehr gut. Okay. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt kann ich unten rein in diese Cheops-Pyramide. Da wo ich vorher einfach nur so reingegangen bin. Und dann erwische ich den, hoffentlich. Warum bin ich in die Nebenpyramide nicht reingekommen? Vielleicht kann ich jetzt dann irgendwie rein oder so. Ich habe den Weg nicht gesehen, das finde ich echt schade. Wow. War der Eingang zur Cheops-Pyramide? Hier? Echt? Ja genau, das war die Seite. Du! Wer sagt das? Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war eine Störung des Friedens. Oje. Sie ist sicher da unten. Auf der Karte, schauen wir mal kurz. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Ja, ja. Was für ein Spiel spielt sie hier? Warst du auf der Tastatur? Nicht so cool. Gut, dass ich kein Fail-Video mache hier. Entschuldigt, Leute. Kommt mal vor. War nicht so viel Wasser. Wir haben hier im Inventar hier noch eine Zeichnung. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Kalisset angefertigt wurde. Sie scheint besonders Augenmerk auf etwas zu legen. Achso, es ist nur eine Erklärung. Ja, aber wie komme ich da rein?
Ist schon klar, was da los ist. Sie ist hinter dieser Tür wahrscheinlich. Wo wir zuerst schon da waren. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Ja, ja. Ach, die Tür ist jetzt einfach diese Barriere. Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Wow, da bin ich gespannt. Prinzesschen. Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Boah, ist das riesig. Versteckst du dich hier, Hyäne? Was macht sie in diesem seltsamen Ort? Fortschritt bei der Untersuchung des Grabs. Okay. Wow, da sieht man. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Was ist das? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Nein, was ist das für ein cooles Ding hier? Noch warm. Und dieses rituelle Messer. Das war eine Opfergabe. Okay, was ist das? Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Schaut euch die Kugel an. Ich sage euch was, das hat was mit diesen ganzen Assassin's Creed-Geschichten hier zu tun. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Wie cool. Was ist diese Energiesäule hier, sag mal? Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Was ist das? Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Echt? Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht fasziniert? Und wie diese Schlauchmietland? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das ich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Wer sind wir? Wer sind diese Menschen? Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Worin? Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich... Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boden sein. Aber Boden für wen? Für dich. Foto aus der Cheops-Pyramide. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Echt? Muss ich zum Kolosseum hin? Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr. Wohl auch Sanduhren und Kalender.
Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf. Und die Geschichte zeigt sich. Tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ja, aber welche Wände? Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Ich muss... Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Ja, was denn? Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor... Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Schädigende vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Wer ist wir? Wer ist wir? Hab ich spannend gemacht, aber von wem redet der? Ich habe noch nicht alles untersucht hier. Das letzte Siegel. Opfergaben für Osiris. Den Beschützer der Toten. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Was denn? Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Was sind diese Kugeln, die wir hier sehen? Sehen nur ich sehe oder... Sehen wir hier noch? Warum sind hier so viele... Mal verlassen. Ich will es gerade nicht verlassen. Öffne den Sarkophag. Warte mal. Ich öffne ihn gleich. Ich will sehen, was es hier noch gibt. Nur Goldspuren. Was sehen wir hier noch? Ich vermute mal, dass es dann da hinten doch noch weitergeht irgendwie. Okay, wir gehen zurück zum Sarkophag. Boah, ist das riesig unter dieser Pyramide. Und einsturzgefährdet oder gehört das so schief? Nee. Okay, wir öffnen jetzt mal das Sarkophag. Was für eine spannende Story. Ein Kind. Ein Kind? Ich sag bloß, das ist sein Kind, das wäre der Oberhammer. Mein Kind! Oh. Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Die kämpft auch so. Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Okay. Die ist abgehauen. Oder so. Auf dem Weg. Nehmen wir das noch mit, das ist glaube ich ziemlich viel Geld wert alles. Sie
ist. Achso, sie ist in der Rauchwolke verschwunden. Ah, wie spannend. Ich habe hab über eine Stunde drüber, Leute. Sogar mehr als eine Stunde. Die Datei wird so groß. Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Ich verbrannt. Wie lange zu dem Kuss ich schnell gelaufen bin. Die kämpft mit den ganzen dieser Fähigkeiten Wind. Nicht. Ein Sturm kommt auf. Na toll. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Alles hat halt unseren Lebenspunkt dabei. Ja. Seele ist nicht verfügbar, aber woher schießt die? Oh. Ah, verdammte Flammen! Ah, ach, das brennt! Geh aus, verdammt! Du versuchst das Unmögliche, Ralisset! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Sie sieht nur, wenn sie schießt. Nur nicht verlaufen. Oh Gott! Ah, Mist. Das muss ich reparieren. Oh. Kann ich sie überhaupt erreichen? Gestorben. Schütze mich vor diesem Ketzer! Aber wo konnte ich mich nicht schützen mit dem Schild? Ich habe E gedrückt. Das hat noch nicht funktioniert. Du kannst den Pfeil im Brand stecken, die du dich. Toll, ich hätte auch mal einen Pfeil. Ja, aber wie witzig. Ich darf das nicht verlassen, sonst kommt die Hyäne und die töten mich. Komm schon, ich bin drüber geflogen. Unmögliche, Ralisset! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Ich glaube, ich muss mich schützen, wenn die schießt. Also nicht ihr näher kommen. Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Ihre Hygiene Mensch, geh runter von mir. Lass mal raus hier, damit die mich nicht erwischt. Warten kurz ein bisschen, dass ich mich auflade. Hathor! Schütze mich vor diesem Ketzer! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Ich gehe den Ton nach. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge.
Wo bist du? Ich muss das mal finden. Da war sie. So ein leichter Kampf hier. Ich hab die Hühner erwischt. Aber was für ein cooler Kampf. Mal was anderes, schwieriger. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet. Und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Schlimm, schlimm. Dafür sind wir ein Ziel näher. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Ich habe nur noch eine Hyäne hier. Wir töten diese Hyäne. Wo gehst du weg, Hyäne? Bleib stehen. Ich töte die Hyäne jetzt. Das ist eine besondere Hyäne. Wollen wir jetzt weitergehen? Einmal im Kreis. So, erledigt. Gutes. Wie schauen wir aus? Was sagt jetzt uns die Zielbestätigung, die Hyäne ist erledigt worden? Die Hyäne hätte sich weit von der Realität entfernt und ihr Vorhaben unerbittlich verfolgt, sodass jede Seele in Gizeh unter ihr zu leiden hatte. Ja, das war nicht koscher, die Hyäne. Okay, welche Fähigkeiten? Wir sind Stufe 20, wir sind noch immer nicht Stufe 21, man wird gar nicht so schnell Stufe 21, aber ich kann schon weiter. Und zwar zur Maske der Echse. Die ist wo auf der Karte? In Memphis. Das heißt, Gizeh ist für uns quasi erledigt. Und ich könnte nach Memphis weiter. Coole Sache. Wir werden jetzt hier an dieser Stelle speichern. Zwischen den Pyramiden. Da, wo wir eigentlich auch angefangen haben heute. Das Video wurde etwas länger als erhofft. Ja, da muss ich noch ein bisschen schauen, wie ich es zusammenschneide. Wahrscheinlich waren es 3 Videos. Aber coole Sache war es. Wir haben jetzt die Hyäne erwischt. Wir waren in den Pyramiden, in Cheops und in der anderen Pyramide. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Und da waren wir in der kleinen, da konnten wir aber nicht rein. Da haben wir das nicht gefunden, wie man da reinkommt, in diese Steintafel. Und was haben wir noch gehabt? Wir waren bei diesem Hyänenlager, auch ganz cool eigentlich. Ein besonderer Endkampf hier mit der Hyäne. Und wir haben da was gesehen unterhalb dieser Cheops-Pyramide. Von jemandem gemacht, wie auch immer das ist, irgendwie. Ziemlich viel mit dieser Kugel hat es auch wieder zu tun. Diese Kugeln hat man da überall projiziert gesehen, in dieser besonderen Halle da unter der Cheops-Pyramide.
Ja, weiß nicht, wohin uns die Reise führt. Wir werden sehen, was da noch kommen wird. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal, euer Wingman.